It's Anya time. Buongiorno, Tag 2 des China Infusion MOOCs. Es geht in diesem Kapitel um die chinesischen Innovationen, um die chinesische Innovationskraft. Was passiert da? Wo liegen die Foki? Wie schaffen die das überhaupt, die Leute dann am Puls der Zeit mitzuführen, sodass sie dieses Innovationstempo mitgehen können? Also all diese zentralen Fragen, die wir uns in diesem MOOC stellen wollen, denen wir nachgespürt haben, um das zu verstehen aus zivilgesellschaftlicher Sicht natürlich. Denn dieser China-Diskurs, der in den Medien stattfindet, der in den Zeitungen formuliert wird, ist meist ein volkswirtschaftlicher Diskurs. Es ist aus Seiten der Betriebe, der Politik, die in der Zwischenzeit ein bisschen Angst haben vor Chinas Aufstieg und genau in diesem Angstdiskurs sich auch bewegen und den wir ja so erstmal hinterfragen wollen. Uns geht es nicht darum, Angst zu machen vor der Fähigkeit von China, künstliche Intelligenz für die eigenen Zwecke zu nutzen, beziehungsweise wollen wir fragen, wofür nutzen sie das, was ist der Motivator davon. Genauso wenig wollen wir darauf hinarbeiten, dass wir Europa uns als Gegenpol, als wirtschaftlicher Gegenpol gegenüber China und den USA verstehen. Wir haben ein anderes Politikverständnis, ein weniger kompetitives Verständnis, wie Volkswirtschaften vielleicht miteinander auch kooperieren können, wie sie zusammenarbeiten können. Und das ist das, was uns interessiert. Also ein ganz nüchterner Blick erstmal nach China, was passiert da. Ein zentraler Punkt, und das ist ja das, das hatte ich gestern schon mal angemerkt, was China und die USA miteinander verbindet und uns Deutschen vor allen Dingen, Europäer generell, fehlt, ist dieses Verständnis für unternehmerisches Denken. Dieses Risiko zu gehen, etwas zu tun, um ein Problem zu lösen und damit, by the way, nebenbei dann auch noch ein bisschen Geld zu verdienen. Man unterstellt dann immer den amerikanischen Unternehmen genauso wie den chinesischen, dass es nur darum ginge, Marktkapitalisierung zu betreiben, also nur irgendwie mehr Gewinn zu machen. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte, die wir hier nie so richtig verstehen. Das Unternehmertum zunächst einmal bedeutet, dass man existierende Probleme adressiert und für die eine Lösung sucht. Das ist das, warum das Silicon Valley so erfolgreich war und wurde. Das war auch mal, warum deutsche Unternehmen erfolgreich wurden. Und das ist jetzt auch der Fall, warum in China so viel zusammenpasst auf einmal. Die haben tatsächlich Ambitionen. Das ist ein Abfallprodukt. Geld ist ein Abfallprodukt im Grunde von einem erfolgreichen Modell, um etwas umzusetzen. Und das müssen wir, glaube ich, verstehen. Während ich hier das Video schneide, meine Zusammenfassung, haben wir gerade eben das Interview von Birgit Oelker mit Katja Pessel aufgezeichnet. Da kommen auch ein paar interessante Aspekte zum Ausdruck, die hier eigentlich mit reingehören. Von daher schaut euch das mit an. Und vor allen Dingen geht es auch darum, wie es dazu kommt, dass so viele Chinesen nicht nur für sich selbst individualistisch den Erfolg wünschen, sondern als Teil des nationalen Aufstiegs, als des nationalen wirtschaftlichen Aufschwungs. Und das waren ganz interessante Aspekte. Schaut euch das wirklich mal an. Das ist unglaublich gut. Ich werde noch häufiger, glaube ich, in dem Video darauf verweisen, auf dieses Interview. Das war wirklich exzellent. Und wenn ich dann diese ganze Tour in China Revue passieren lasse, die wir mitmachen durften, mir irgendwie fallen dann vor allem drei Stichworte auf, die ich mit China im Moment assoziiere. Und das ist einmal ein sehr starker Bezug zum E-Commerce, zum Handel. Der Handel wird anders gedacht, der wird neu gedacht, wird anders strukturiert. Der zweite Punkt ist, Mobilität wird ganz anders gedacht und effizienter gedacht. Und das kann dann auch mit dem Handel verflochten werden und dadurch ergeben sich neue Businessmodelle. Und der dritte Aspekt, das ist dann eine Folge einerseits und andererseits auch ein Treiber, ist halt wirklich dieser Nachhaltigkeitsaspekt, der Klimaaspekt, der maßgeblich angegangen wird. So, und wenn wir uns mal anschauen, und das nur mal so als Beispiel für chinesische Innovationskultur, also was man bei all diesen Unternehmen sieht, und wir haben ja da ein paar besucht, ist wirklich tatsächliche Probleme zu adressieren. Und wenn wir uns Alibaba anschauen
und schauen, wie die Mitte der 90er Jahre gestartet sind. Ende der 90er wurden sie gegründet, aber Jack Ma war wohl 95 in Silicon Valley, hat das gesehen, hat gesagt, das brauchen wir auch. Wenn wir uns das anschauen, die sind dann erstmal gestartet und heute, wir sahen das dann immer so als Kopie von Amazon. Aber ich glaube tatsächlich, sie fangen irgendwo an, ein zentrales Problem zu lösen. Und das zentrale Problem von Alibaba war ja, dass sie gesehen haben, dass es viele Firmen in China gibt, die produzieren können. Vor allem aber kleinere Unternehmen gar nicht wissen, wie sie an den Weltmarkt rankommen. Da hat er eine Unterstützung, da hat er diesen Marktplatz gebaut, sodass andere Unternehmen weltweit da auf deren Dienstleistungen und Produktionsgüter zugreifen konnten. Das war der erste Schritt. Und dann kam eBay, wollte auch in China Handel betreiben. Und dann haben sie gesehen, dass eBay ihnen die Konsumenten vielleicht ein bisschen wegschnappen kann. Dann haben sie eine Art eBay auch aufgebaut, aber wieder anders gedacht, indem sie kleinen Betrieben die Möglichkeit bieten, über eine Plattform an andere Konsumenten heranzutreten, dass sie sich wechselseitig miteinander Handel betreiben können. Auf sehr kleinem Niveau, auch ohne großartig Provisionen zu holen, sondern das Ganze wurde dann kofinanziert über Werbung. Dann ist das im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaut worden. Und in der Zwischenzeit gibt es diese Dörfer irgendwo im Hinterland, die unterstützt werden mit Infrastruktur, mit Breitband, mit Logistik, um ihre Online-Shops auf dieser Plattform besser zu vernetzen und da auch Arbeitsplätze zu schaffen. Wenn man das so sieht, wie so eine Plattform nach der nächsten entsteht und immer getrieben von diesem Bedürfnis, tatsächliche Probleme zu lösen. Also sie haben unglaublich viele arme Menschen da rausgeführt, indem sie denen die Möglichkeit geboten haben, über Handel erstmal lokal, dann regional, dann national und dann international Einkommensströme zu generieren, sodass sie sich selber und ihre Umgebung aus dieser Armut herausführen können. Und das muss man wirklich honorieren. Das ist Wahnsinn, was China in der Zwischenzeit geleistet hat, wie viele Menschen sie wirklich aus der Armutsfalle rausgezogen haben. Und so geht das dann immer weiter und sie entdecken dann immer wieder neue Probleme, an denen sie scheitern. Also zum Beispiel, es gab keine Kreditkarten, dann haben sie ihre Alipay dann gegründet, damit Menschen, so wie wir ja auch bei PayPal, dass wir Sachen Geld hinterlegen können und erst wenn die Ware angekommen ist und dann und auch entsprechend des Kaufes ausfällt, erst dann wird das Geld dann transferiert an den Verkäufer. Und so kommt eins zum nächsten und so nach und nach entsteht eine digitale Infrastrukturlandschaft, die wirklich beeindruckend ist. Und wir waren ja dann dort im Alibaba Headquarter. Die haben modernen Unternehmen in China haben alle so eigene Museen irgendwie, wo sie so ihre ganze Firmengeschichte immer darstellen, weil da unglaublich viele Besucherströme sowohl westliche als auch chinesische da vorbeischauen und die werden dann so durchgeführt. Also wirklich große, große Museen. Und wenn man sich das dann so anschaut, was die alles so machen und welches Problem sie sich als nächstes vornehmen. Also eins meiner Lieblingsprobleme, die haben zum Beispiel eine Kommunikationsplattform, eine Business-Plattform entwickelt, DingTalk nennt die sich. Der Anspruch war, vor allem auch mit Blick auf die afrikanischen Unternehmen, die sie zunehmend ja auch unterstützen wollen, denen eine Anlaufstelle zu bieten, die sie mit ihrem Mobiltelefon nutzen können und damit die gesamte Buchhaltung abwickeln können. Ja, das ist im Grunde Dienstleistung. Ne? Das ist Dienstleistung an Problemen orientiert und dann kommt eins zum nächsten. Wir waren in einer anderen Firma, die hieß Transfer und die haben angefangen mit irgendwelchem Chemiezeug. Und auch die sind immer wieder an Probleme gestoßen. Dann gab es irgendwie, es hat die Logistik nicht funktioniert. Haben sie angefangen, selber die Logistikteile zu bauen. Irgendwann waren sie Logistikanbieter. Dann haben sie das mit Sensoren ausgebaut. Dann uns ist allen die Kinnlade runtergefallen, wie die von einer Branche in die nächsten hüpfen, einfach um immer wieder problemorientiert Lösungen zu suchen. Wir haben in der Zwischenzeit einen Nachhaltigkeitszweig, irgendwie, die sie an diesen Verkehrsbahnen irgendwie aufgebaut haben, um diese Feinstaubbelastung irgendwie zu minimieren und so weiter und so fort. Also es war wirklich absolut beeindruckend. Die denken so groß, da kommen wir mit unseren kleinen deutschen Hirnen gar nicht nach, das wirklich zu verstehen, wie die ticken und wie die irgendwas einfach angehen. Die sehen was und fangen dann an, ein großes Unternehmen aufzubauen, um das Problem zu beseitigen. Und so kommt eins zum nächsten.
E-Commerce ist wirklich ein Riesenthema. Dieses ganze New Retail, das fängt an bei diesem Shop-System. Wir haben das ja auch in dem Interview mit Oliver Strohbach von Byton gehört, dass sie diesen neuen Retail-Store da aufgebaut haben in Shanghai, neben dem neuen Retail-Store von Starbucks. Und die sind alle so ganz groß. Es sind solche Demonstrationsprojekte, wo man so auch neue Konzepte versucht umzusetzen. Und die nennen das dann Internet Plus. Also die denken im Grunde vom Digitalen her. Und der erste Impuls ist also im Grunde, diesem auf dem Mobile Phone den Menschen gerecht zu werden und dann dieses Verkaufserlebnis in den realen Raum, in den physischen Raum hineinzutragen. Und so waren wir bei Nike und noch diversen anderen. Das geht hin bis zu dem Konkurrenten jetzt, dem chinesischen Konkurrenten von Starbucks. Im Grunde ganz kleine Filialen haben. Das sind gar keine Filialen in dem Sinne, dass man da sich hinsetzt. Sondern man bestellt alles hier per App. Man bestellt den Kaffee per App und dann sagt man, das hole ich da ab und dann geht man da vorbei und das sind dann so kleine Tresen und dann holt man seinen Kaffee und geht weiter. Und das ist dieses Denken, was wir überhaupt nicht in uns haben, weil wir immer noch aus der alten Welt kommen und immer denken, das Internet wäre die Ergänzung des Physischen und die denken andersrum, die denken, das Physische ist quasi die Verlängerung des Digitalen. Und das macht sich dann in unterschiedlichen Konzepten bemerkbar. Wir waren da auch, da gibt es so eine Straße, so eine E-Commerce-Demo-Straße, wo auch alle möglichen Unternehmen aus verschiedenen Ländern eingeladen sind, dort in dieser Straße, in dieser Zukunftsstraße sozusagen, neue E-Commerce-Konzepte auszutauschen und auszuprobieren und zu schauen, wo könnten Synergien entstehen. Und da war halt auch dieser eine HEMA-Store. Auch dieser existiert physisch, also man kann dort vor Ort Sachen frisch kaufen, aber man kann es auch am Handy bestellen und draußen waren dann diese ganzen Elektroroller, die Lieferanten und die fahren im Grunde, das wird dann über so Tüten irgendwie in den Keller geführt, da greifen die das auf und fahren das dann zu den Leuten, sodass man innerhalb von einer halben Stunde dann alles zu Hause frisch hat. Das ist jetzt hier alles sehr E-Commerce-lastig und es ist tatsächlich ein Thema. Also ich bin ja selber jetzt auch nicht so die Konsummaus und weiß auch nicht, ob das wirklich so das Ziel unseres Lebens sein sollte. Aber wenn man in der U-Bahn unterwegs ist in Shanghai und dort schaut, hat wirklich jeder ist die ganze Zeit mit seinem Handy zugange, wirklich die ganze Zeit. Also Berlin sind ja schon viele da am Scrollen, aber da wirklich alle. So, und wenn man sich anschaut, was die dann machen auf ihren Handys, dann schauen die Filme, dann spielen sie Spiele oder sind am Shoppen. Oder, genau, vierter Punkt, chatten über WeChat. Das ist wirklich auffallend, also dass sie sich wirklich die ganze Zeit Sachen anschauen und genau studieren, ob sie die Jacken, die Turnschuhe, die Sneakers, was auch immer. Es ist Wahnsinn, wie besessen. Aber gut, das ist im Grunde der Motor, der den chinesischen Markt da offenbar am Laufen hält. Und wahrscheinlich kriegt man auch gute Credits, wenn man ordentlich da zum Konsum beiträgt. Jetzt könnten wir noch über verschiedene andere Projekte berichten. Das hatte ich aber auch schon mit Andreas ja ein bisschen besprochen. In dem Interview, was wir kurz nach der Tour geführt haben. Diese ganze Hochtechnologie, diese ganze Innovationskram konzentriert sich, wie gesagt, auf neuen Handel, wie man überhaupt diese ganzen Fabrikationen irgendwie anders gestalten kann, effizienter gestalten kann. Das ist natürlich der gesamte Gesundheitsaspekt. Wir waren dabei wie Doktor, die fungieren im Grunde als Netzwerkknoten für Krankenhäuser, kranke Personen oder Ärzte und gleichzeitig auch Krankenkassen. Man hat einen Bildschirm auf seiner Kommode stehen und braucht irgendeinen Arzt und dann kann man darüber kontaktieren. Also das kann man sich ja jetzt auch so vorstellen, wie das mit so einem Alexa oder Google Bildschirm vielleicht funktionieren könnte. Dann wird einem eine Ärztin oder ein Arzt angezeigt. Und man videokonferiert sozusagen mit dieser Person. Und so, dass man gar nicht mehr jetzt, man muss jetzt erstmal nicht direkt ins Krankenhaus gehen oder zum Arzt, sondern man kann die ersten Symptome und so weiter, kann man dort dann bearbeiten und besprechen. Und dann ist es halt alles dadurch, dass es digital ist, halt alles miteinander vernetzt und man wird dann da weiter versorgt. Und das ist ein richtig großes Unternehmen. Es passiert viel, passiert auf unterschiedlichen Technologien, in verschiedenen Technologiesektoren. Und es trifft natürlich auf eine sehr offene, digital affine Kultur, die darauf irgendwie ja nur wartet, irgendwie, dass der nächste Schritt gegangen wird.
Und jetzt ist die große Frage, wie kann man überhaupt, und das ist ja immer die Frage, die dann auch kam im Vorfeld, wie kann China mit ihrem starren Bildungssystem eigentlich dieses Innovationstempo mitgehen? Wie schaffen sie das, ihre Bevölkerung darauf auszurichten, von den Fachkräften her, dass sie auch diese Manpower haben, das denken zu können? Und es gibt verschiedene Ansätze in China, um Kreativität zu fördern. Also man hat das auch sehr wohl bemerkt. Und vor allen Dingen in diesen Hochtechnologiebereichen, also in der Küste und aber auch jetzt zunehmend ja auch im Hinterland, hat man festgestellt, dass man andere Konzepte fahren muss, um diese Innovationskraft zu erhalten und auch weiter auszubauen. Und das ist jetzt der Spagat, den sie gehen werden und versuchen zu gehen. Wie kann man kreative Geister, die über den Tellerrand hinausschauen können, züchten, möchte ich jetzt nicht sagen, aber wie kann man die fördern, sodass sie wirtschaftliche Innovation denken können, ohne gleichzeitig allzu sehr kritisch mit dem politischen System umzugehen. Und aus unserer Sicht wird das so ja, aus dem humanistischen Weltbild heraus, wird das so ja gar nicht funktionieren. Und das ist wahrscheinlich auch der große Vorteil, den der Westen weiterhin hat, dass wir kritische Geister, konstruktiv kritische Geister durch unser Bildungssystem, durch unser Selbstverständnis und unser demokratisches Selbstverständnis auch herausbilden. Und ich denke, das ist auch die Chance, die wir weiterhin haben. Gleichwohl kann man anhand der Patentanmeldungen in China sehr wohl sehen, dass sie es schaffen, innovativ, kreativ neue Entwicklungen zu etablieren, anzugehen und zu etablieren. Und das ist dann wiederum, weil es halt nicht nur an der individuellen Kompetenz liegt, sondern weil sie halt in dieser digital affinen Kultur dann auch auf ein Selbstverständnis treffen in der Bevölkerung, die das dann auch sehr schnell positiv aufgreift. Und auch da müssen wir vielleicht auch anfangen, neu zu denken, dass Kreativität, also dieses Genie-Denken, dass irgendjemand da in seiner Butze sitzt und sich irgendwas ausdenkt, dass das vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist in einem digital vernetzten Zeitalter, in dem wir uns ja immer wieder wechselseitig das auch zurückspiegeln müssen, ob irgendeine Idee wirklich einen zündenden Funken hat und ob da, wo wir auch kollaborativ arbeiten müssen, um neue Entwicklungen denken zu können und auch dann aufzubauen. Und ich glaube, also der Westen hat da theoretisch vielleicht noch einen kleinen Vorteil. In der Praxis, denke ich, müssen wir diese kollaborative Kompetenz viel stärker auch ausbauen, um dort für uns halt wirklich sinnvolle, kreative, innovative, transformative Lösungen zu entwickeln für tatsächliche Probleme. Und das müssen wir reinkriegen. Das müssen wir wirklich reinkriegen. Was sind tatsächliche Probleme, die Menschen gelöst wissen wollen? Und dann müssen wir das kollaborativ angehen und versuchen, gemeinsam zu lösen. Und vielleicht sind wir in der Beziehung, dann können wir ja da auch einen Beitrag leisten zu der Welt, sodass wir da auch smarte Lösungen finden für die Welt von morgen. So, jetzt habe ich lange so vor mich hin philosophiert. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Wir haben jede Menge Links gesammelt hier in unserem Wiki. Einige Sachen haben wir in dem MOOC auch verlinkt. Macht mit, denkt mit, lasst uns das austauschen. Bis dahin, bye bye.